Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Fun Quest. Wow, heute mal mit totalen Elan, Melanie. Was ist los? Ich möchtest du die Leute mit deinem Spirit capturen? Wir werden nämlich versuchen, Terrera... Ja, ich guck grad Community und ich bin total begeistert von der Folge. Wir werden Terrera angreifen und da möchte Oichi uns irgendwas sagen. Oichi möchte uns irgendwas sagen. It's finally time, Lord Nils. Shingen's Army has Ground-type Pokémon. Ja, weiß ich schon. And Warriors partner with all sorts of other Pokémon, too. Naja, all sorts. Feuer. There's no doubt about it. We're in full tough fight. Du hast recht, ich sollte lieber noch ein Flug-Pokémon mitnehmen. Danke, Oichi, für diesen Tipp. Warum? Für das Surokex. Ah. Mal kurz in die Liste gucken, welcher von den beiden schwächer oder stärker ist. Wo habe ich die jetzt eigentlich gelagert? Nicht in Greenleaf. Auch nicht noch im Pugile ist da. Ich überlege nämlich auch Oichi einfach wegzuschicken, weil ich sie nicht mehr habe. Herr Gott, nochmal, die hatten die richtig spannend. Natürlich können die nicht mehr als einen Satz sagen. Die hatten richtig spannend. Melanie redet gerade über Community. Habe ich auch gerade eben gesagt. Ich gucke Community. Ja. Schatz, nicht wirklich. Die haben sich davor gedruckst. Spanisch. Hola. Das ist kein... Hola, me amo Nils. Donde está el la biblioteca? Okay, Soren schicken wir weg. Okay. Und ich zeige euch meine totalen tollen spanischen Kenntnisse. Da würde schon mehr Sinn machen, wenn ich meine Japanischkenntnisse vorzeige. Haha! Wusste ich doch, dass das alles eine Lüge ist. Nebenbei. Los, Chef, mach ihn fertig. Nebenbei, ich habe einen total schlechten japanischen Wortwitz. Wollt ihr ihn hören? Ja. Oichi? Wa Oishi? Ah. Ja, Oishi ist lecker. Ah. Das war voll gut, ne? Oichi wa Oishi. Ja, das ist sehr witzig. Ja, ich bin so witzig. Lacht alle. Brav. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich spreche vor allem zu unseren Zuschauern. Ja, wenn ihr gelacht habt, schreibt es in die Kommentare. Schreibt einfach hahaha. Ganz viel. Ja. Wer am längsten Hahaha schreiben kann, gewinnt ein Abendessen mit Melanie. Genau. Das er bezahlen muss. Auch die Anreise von Melanie. Genau. Was? I shan't lose. Was heißt shan't? I shan't. Victory will be mine. Ich glaube, der kann kein can't sagen. Ich bin noch der Meinung, es heißt can't. Keine Ahnung, auf jeden Fall kann er ja, das weiß, wahrscheinlich nicht aussprechen. Ich weiß, dass beides geht. Krass. Sagst du eigentlich either oder either? Ich glaube either. Well, well, if it isn't Nils, I've heard rumors about you. Hi, what Shingen brings you here anyway? You wish to challenge me to a battle? Yes. You challenging me to a battle? Oh, very amusing. Very amusing indeed. Oh, was ist denn das für ein eingebildetes Arschloch? What? Lord Nils is serious. Oh, yes, of course. I'm sorry. It's just the thought of it. You know, I'd be happy to do battle. But you're just no match for me at the moment, Nils. Though there's one here. Dafuk? Never mind. Come back when you've toughened up a bit. All right, Nils? What? Der schickt uns einfach weg. WTF? Ich meine, ich habe echt viel Text immer als Nils. Ich weiß, ich hoffe, du darfst dir da ein bisschen was dazu denken. What are we going to do, Lord Nils? Why are we wasting time here? Nobunaga is probably... Ryu? Nein, da sagst du immer Dafug. Nein, da habe ich jetzt mal Oio gemacht. Lord Nils!
Ah, jetzt wird uns endlich das erklärt mit dem Angriff. Warriors from Terrera are attacking our kingdom. Wow. Moment, haben die uns nicht gerade weggeschickt? Warum greifen die uns jetzt an? Lord Niels, der ist Yukimaru. My name is Yukimaru. I am pleased to make your acquaintance. Er heißt Yukimura! Von mir aus. I'm here on Lord Shingen's orders. I believe it has something to do with that wizard you paid to Terrera. I'm here to challenge you to a battle. Cool. Come to the battlefield. Hi. Öfters hier? Hör auf, mit dem Typen zu flirten. Hi. Was ist wieder das mit dem Scheiß? We shall prove our might today. Habe ich jetzt wenigstens den Vorteil, dass ich nur die Flaggen verteidigen muss? I'll defend this kingdom to the very end. Was hatte der jetzt eigentlich für Pokémon? Ach gut. Hold all five banners. Or defeat all for enemies. Five. Ah, okay. Okay, our banners for five turns. Ihr wisst alle, dass ich nicht lesen kann. Oh, warum darf der jetzt erst angreifen? Ach genau, weil der Attacker ist, ne? Ja. Das ist ja voll gemein. Hi, Shingen. Hörst du auf, Shingen schöne Augen zu machen. Mach mir schöne Augen. Oh, wer ist die Tüste, die ist schiff? Kay. Ja, Kay mag ich auch. Ich bin Kunoichi. Warum heißt eine Kunoichi? Ja, bei mir auch. Vielleicht ist sie eine Kunoichi und deswegen heißt sie Kunoichi. Schatz, das ist so, als würde man sein Kind Bauarbeiter nennen. Hey, wie macht das denn in Japan auch? Ich bezweifle, dass Japaner ihre Kinder Bauarbeiter nennen. Was? Nennen ihre Kinder auch rot und blau. Schatz, das ist bloß in dem Manga. Nein, das ist auch so. Ich meine, manchmal so Namen anführen. Ja, okay, die nennen ihre Kinder auch grün, okay. Ja. Nur eben halt auf Japanisch halt. Ja, Midori. Ja. Grün. Ja. Deswegen, also... Midori no Hibi. Das war ein schöner Anime. Ja, ich weiß, wir haben das ja auch gefans. Nein, haben wir nicht. Ja, das war dieser andere Anime, Green, ne? Green. Also. Da haben wir auch bloß einen ganz kurzen Part. Ja. Wo du sehr monoton sprichst. Ich weiß. Du musst hier Kunoichi schnappen und den Shingen. Nein, ich muss nicht Shingen schnappen. Doch, der hat einen Piplup, Bubbel! Floinks sind nicht cool. Weißt du, mir ist gerade bloß das Verteidigen des Landes wichtig. Ich hätte das Floinks runtergeschmissen. Okay, da komme ich sowieso nicht dran, das heißt, ich hole aber einfach mal eine Flagge. Und jetzt hier rüber. Das Gute ist, dass ich ein Flug-Pokémon dabei habe. Ja, es kann die ganze Zeit runter und rauf, runter und rauf, runter und rauf. Richtig, weil die anderen kommen ja alle nicht hinterher. Nope. Ich finde das mit dem Ring sehr lustig. Ja, ist ganz süß. Sowas fehlt mir irgendwie. Kunoichi. Paint Attack. Ach stimmt, Kunoichi, ja doch, die können wir eigentlich relativ gut kriegen, weil es muss ja bloß das reicht ja auch, eine effektive Attacke zu machen. Okay. Shingens Army has claimed the banner. Oh nein! Wir haben kein Feuer-Pokémon dabei. Wofür brauchen wir ein Feuer-Pokémon? Naja, ist Rino nicht, Rino. Das nein, Pokémon... Ground Rock. Oh, okay. Es wurde außer Magnetilo, soweit ich mich erinnere, kein einziges Pokémon nachträglich zu einem Stahl-Pokémon. Ich dachte ja nur... Nee, kein einziges. Ich dachte ja nur... Ja, außer natürlich Magnetilo und Magneton, ne? Yes. Verdammt, ich hab sie runtergeschmissen. Du hast sie runtergeschmissen. Verdammt, das kann ich gerade nicht angreifen. Dann wartest du da eben halt erstmal. Muss ja sowieso bloß Volltreffer werden, ne? Ja, oder du machst jetzt einfach alle auf einmal platt. Genau, das kriegen wir natürlich sofort hin, ohne Probleme.
Sicher doch. Sure, why not? Piplup, Bubbel. Bubble. Bubbel. Bubble. Kannst du nicht lesen, da steht Bubbel. Bubblegum. Da steht Bubbel. Bubblegum. Bubbles. Hast du schon mal einen Bubblegum gegessen? Bubblegum ist kaum, also ja. Ja, es gibt ja die... Es gibt die Bubblegum-Bubblegums. Ja. Es gibt Huba-Buba. Okay, schade, das krieg ich da nicht mehr getroffen. Dann greife ich da eben noch das Rizeros an. Das ist nämlich ein Rizeros. Genau. Hast du schon mal einen Huba-Buba gegessen? Interessiert das die Leute? Ja, mich interessiert das. Mich interessiert das aber nicht die Leute. Doch, die interessiert das auch. Bist du die Leute? Ja. I am the Leute. I am Iron Man. No, you're not. Ich bin Batman. Genau. Fingers crossed and up. And what? Keine Ahnung. Abracadabra. Wird irgendwas komisches gesagt. Abracadabra. Sicher? Yes. Ich hab da irgendwas mit CC gelesen, also Akrabadabra oder sowas. Nein, Abracadabra. Bam, das Glumanda können wir... We have to retreat for now. But next time, victory will be ours. Okay, die nehmen wir schon allein nur mit, weil sie so süß aussieht. Ja. Wenn wir sie wirklich riskieren können. Das war gerade eine sehr effektive Attacke, also ja. Keine Sorgen, keine Sorgen. Ich will aber auch Grenadium. Ja, deswegen werde ich ja später mit dem Wuchschwackschwitscher. Mit dem Vogel da. Und ich will Shingen haben. Nein, Shingen gibt's nicht. Aber Kunoichi will ich auch haben, auch wenn du ein doofes Surokex hast. Surokex ist auch so ein hässliches Pokémon. Das keiner mag. Süß. Ich mag Rotomur. Warum darf ich nicht? Autsch. Hast du es mit den Leuten weh und mir? Ich weiß, deswegen mache ich es ja. Und allen auf diesem Planeten. Ich weiß, deswegen mache ich es ja. Warum darf ich nicht Shingen haben? Weil Shingen schwul ist. Ich überlege gerade, was hier am klügsten ist. Ich glaube, ihn bewege ich einfach mal hier hin. Der macht aber so wenig. Piplup macht so wenig Schaden mit Blubber. Dann bewege ich ihn zur Seite. Ach nee, das macht ja auch kaum Schaden, weil ja Feuer und Eis. Was macht denn das hier? Increases range and makes Pokémon flinch. Will ich nicht. Ich lege den auch mal zur Seite. Ich muss ja bloß hier alles verteidigen. Ja, die Aquaknarre funktioniert besser. Vielleicht hätte ich da ein bisschen Platz, dann hätte Evoli noch angreifen können. Na egal. Ja. Na egal, Evoli bleibt erstmal hier. Und Pummeluff bleibt da. Wir müssen ja bloß mit unserem Vogel zu Zurokex kommen, damit wir Kunoichi kriegen können. Ja. Oh, der macht jetzt rein gar nichts mehr. Oh nein, es kann Schaufler. Oh mein Gott. Was machen wir da nur? Das ist ein Geist. Guck dir an, das sieht aus, als wäre das ein Geist. Ich glaube, ich schaff's schon nicht mehr zu Kunoichi. Versuch mal da hinzukommen. Ist ja schrecklich. Oh. Okay, wir sind klug. Diesmal lassen wir einen zurück, so dass Evoli diesmal mit angreifen kann. Richtig. Gut. Nein, wir setzen da gleich gar kein Pokémon drauf hin. Wieso? Schaufler? Ja. Oder? Nein, ich setz, ich offere Piplup. Warum? Keine Ahnung, weil's kacke ist. Vielleicht Plimpfer mag, aber irgendwie ist es total schwach. Guck mal, wie den Schaden Blummer macht. Du musst eben halt die Verlinkung weiter aufbauen und direkt mein Bein, mein Bildschirm. Also ansonsten hier nicht wirklich. Und
Mann, ich will noch Kunoichi. Das heißt, die müssen eine Flagge erobern. Oh, das verfolgt. Ach so, das ist interessant. Das verfolgt das Pokémon. Oh. No matter what. No matter what you do. Ja. I catch you. Oh nein, es greift. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Pokémon heißt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wie dieses Pokémon heißt. No matter what you do, I will catch you. Oh nein, Sodamark, nicht so viel Schaden nehmen. No matter what you do, I will catch you. Hast du es? Nö. Los, Wing Attack! Bam! Dann lass mich so weitermachen. Na, da komme ich ja nicht hin. Dann ist das Plinfer weg. Blubber durch. Ach, Plinfer macht das schon. Ich hab Plinfer da eigentlich losstehen, damit ich jetzt hier einmal durch angreifen kann. Weil schon das Shingen ein, Warrior Lord wahrscheinlich ist. So, what? Das heißt, du musst ihn mit, Evoli besiegen. Nein, den gilt ja bloß für die Ganzen. Das ist ja eindeutig nicht so einer. Zumal ich will Shingen nicht. Ich aber! Der hat bloß ein alles Flying. Ja, oh. Ist toll. Nein. Doch. Mal sind die vier Runden schon um, das heißt, es geht sowieso nicht mehr. Ich glaube, das Sodamark wird jetzt gleich sehr erledigt sein. Ja. Mann, ruckelt das gerade. Ja. Nein, Sodamark lebt noch. Oh mein Gott! Kunoichi greift wieder unser. Ich weiß mal noch nicht, wie es heißt. Soll ich nachgucken? Ja, ist. Ich glaube, ich die Unterentwicklung von Waschackwill. Waschickball. Wie? Waschi-Wuschi. Weißt du, was ich mache? Ich gucke auf PokeWiki nach Flug-Pokémon. Guck nach Waschackwill nach. Wati Waschi. Go no further. We must retreat for now. Geronimatz. Genau, Geronimatz. Genau, Geronimo. Hab ich auch nicht am Anfang gesagt. Geronimo. Der Geronimo kam von mir. Nein, das Geronimo kam nicht von dir. Doch, das hatte ich vor. Als wir das erste Mal dieses Geronimatz gefunden haben, da meinst du nämlich irgendwas mit Geronima, bla bla. Und ich dann nein, so, Geronimo. Ich gar nicht in diese Richtung. Da. Nein. So. Sims 3, Inselparadies. Oh, das war es jetzt erfahren, dass es rauskommt. Das will ich haben, man kann den Meerjungfrau spielen. Das hast du jetzt erst erfahren, dass es rausgekommen ist. Trotzdem habe ich das mit dem Geronimo mit früher gemacht. Wollen wir nachgucken? Mach doch. Leute, guckt nach. Du glaubst es mir ja sowieso nicht. Wenn die Leute es mir drin reinschreiben und mir den Videolink posten. Ach, leck mich. Du musst hier Kunoichi vorlesen. Well, it seems like our work is finished for the day. One, two, three, four, five, six. Pokémon. Pokémon. Oh, ich such das Video immer noch. Welches gab mal irgendwie so als Wahlen waren damals für Barack Obama und so, ne? Ja. Irgendwie einer, der mir die ganze Zeit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokémon. Ja. Pokémon. Ich weiß nicht, das war irgendwie so durchgeknallt und alles. Und ich möchte das mal wieder gucken, aber ich finde es nicht mehr. Ich glaube, es wurde gelöscht. Pugilus Castle belongs to us! Yay, wir haben gewonnen. Aber das heißt, wir haben das Rotomorph nicht gekriegt. Ich mag Rotomorph. Rotomorphi? Rotamurfa? Motorräder? Nee, die konnte ich alle nicht holen. Ich glaube, das kannst du bloß, wenn du sie angreifst. Was? Wen? Wo? Rekrutieren. Wen? Die Leute. Ach so, ja, glaube ich auch.
Well done, Niels. The way you worked together with your Pokémon, it was very impressive. I shall have to try my best to match your standard, Niels. Farewell for now. Niels' army has successfully protected Pugilus. Piplup, what's happening to you? Watch. Ich glaube, ich habe dein Video gefunden. Echt gut. Okay, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch nie wirklich danach gesucht. Juhu, jetzt ist kein doofes Plimfer mehr. Jetzt ist ein. Es ist ein Printplup. Jetzt aber das Wort Pip nicht mehr drinne. Tja, armer Pip. Wow! Unbelievable! Powerful warriors like that here in our kingdom. But you saved the day, Lord Niels. Yay. Lord Niels? Lord Niels? Oh, das war jetzt relativ zeitgleich, das müsste jetzt cool ankommen. Und der Fug. Oh mein Gott, ich entwickel mich! Der Fug. Ich entwickel mich! Das ist ein zweites Outfit. Niels wurde zu Super Niels! Niels has transformed. Ja, ich habe mich entwickelt! Wow, what a surge of power! You look... What the fuck? I mean, what on earth? Are you... Is this... The end of deine Sätze vibe? Oh, your transformation? I remember hearing about this. Much like Pokémon can evolve. Ich sag doch, ich hab mich entwickelt! Oh, you're not capable of transforming. I have only heard of a few instances of this ever happening before in all of France. Ja, ich hätte auch Angst, wenn er plötzlich Typ anfängt zu leuchten und seine Kleidung sich verändert. Den würde ich als Hexe verbrennen. But legend has it that warriors become much more powerful when they transform. Maybe now you'll be strong enough to take on Shingen and Kenshin, Lord Niels. Ich hab gerade selbst Angst. Das ist einfach nur dein zweites Kostüm jetzt, aber ich finde ja, das. Kostüm, ja, ich hab mich hier entwickelt. Ich finde das Kostüm trotzdem hässlicher als das von den Frauen. Ach, dann spiel doch eine Frau. Ich spiel ja auch eine Frau. So, wir beenden den Party. Also wie immer abonniert unseren Kanal, drückt auf Gefällt mir, schaut das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye.